Auch Mitte der 80er Jahre gab es sie noch, die richtigen Winter. Winterwetter ist kein Wetter für einen Pudel, Tiefschnee schon gar nicht. Raus aus der Kälte und heimwärts, sagte sich das Pudelchen und trabte zwischen den Pappeln nach Hause. Eine Tanzgruppe der Hans-Löscher-Schule Magdeburg machte Programm hinter dem Haus der Lehrer. Schülerpflicht an den Staatsfeiertagen. Nach der Pflicht kam dann die Kür auf dem Messeplatz. Die Fahrgeschäfte waren längst nicht so spektakulär wie die heutigen, aber dafür auf jeden Fall erschwinglich. So kann man auch mit kleinen Sachen den Kindern eine Freude machen. Dann noch einen Besuch der Elbe. Und so konnte man nach diesem Tagesausflug beruhigt nach Hause gehen. Für diese Personen, Mutter und Sohn, war es 1986 auch eine Art nach Hause kommen. Für sie, die in den USA lebten, war die DDR-Wirklichkeit ein besonderes Abenteuer. Besonders die Großraumlimousine Trabant. Mit dem Trabi dann auf weitere Spurensuche in der Hohen Börde. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Dialog zwischen den Generationen und Lebenswelten. In der Mitte der 1980er Jahre wurden die Arbeiterfestspiele der DDR von der Bezirkshauptstadt Magdeburg ausgerichtet.
Es herrschte Volksfeststimmung im gesamten Stadtgebiet und es gab viele verschiedene Programme. Man gab sich unpolitisch und weltoffen. Es gab viele Hingucker, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Ein besonderer Knüller der Vorführungen war der Modetreff mit Chic, Charme und Tempo. Diese Schriftzüge sind Geschichte. Sie gehörten zum beliebten Eiscafé Marietta Bar. Die Marietta Bar war ein beliebter Treff in Magdeburg. Das Eiscafé an der Ecke zum Alten Markt. Der Marietta-Block hat einem öden Parkhaus mit Geschäften weichen müssen. Auch das Promenadencafé am Petriförder war ein beliebter Ort zum Entspannen und Eisessen. Für Westbesucher gab es zwei verwunderliche Dinge. Der DDR-typische Eisbecher aus Plastik und der geringe Preis des Inhaltes. Im Frühjahr 1988 zeigte die Elbe, dass sie auch anders kann. Die an dem Geländer festgemachte weiße Flotte war für viele Spaziergänger einfach ein Hingucker. Ein Blick auf den Bereich, in dem sich die Pflichtdemonstration auflöste. Bei dieser letzten Mai-Demonstration war die Aura des Herbstes 89 bereits spürbar. Die Fänger von Horch und Guck hatten sich in der Menschenmenge verteilt, um eventuelle Proteste sofort zu unterdrücken. Nach der Demo Volksfest im Stadtpark
Von den Teilnehmern ahnte wohl niemand, dass es der letzte sozialistische 1. Mai sein sollte.